Ein zutändiges Hallöchen, Freunde. Ich bin's wieder, euer Michtello. Und herzlich willkommen zu einem brandneuen Part von Mario Party Star Rush. Wir stellen wieder die ganzen Toads auf stark. Also wir machen jetzt wieder eine Folge Toads Tour. Welt 1, 2. Ein Stück Sternenland für Party Superstars. Das klingt ja cool. So, und der Boss ist König Buhu. Also, wie wir den ja schon öfters erlebt haben. Ich glaube, der kommt jetzt schon das dritte Mal dran, wenn ich ehrlich bin. Ja, und ich habe mal wieder nichts drauf, weil ich immer wieder an nur einzelnen würfel. Oh, der Grüne, der ist weit gelaufen. Nice. Meine Platzerfigur erscheint. Und Rosalina ist erschienen. Nice Peiser. Mann, jetzt hör doch mal auf. Wenn ich gleich wieder eine 1 würfel, ich dreh gleich durch. Dann dreh ich durch. Okay, der Blaue hat sich meine Platzerfigur geschnappt und der Gelbe hat sich Rosalina gecrappt. So, König Buhu-Boss kommt. Vielleicht beide zugleich mit dem Echo runtergefallen. Aber ich mache mir ja gar keine Sorgen. Weil das Spiel ist ja eh erst. Aber das Spiel ist ja eh schon am. ...7.10. erschienen. Also 2016. Mit Paper Mario Color Splash natürlich. Ich habe ihn Sonic gemacht. Ich eigentlich immer da lang. Ist hier irgendwo eine Gold? Ey, nee, die hat der Typ. Scheiße. Das war der Gelbe, der hatte die. Scheiße. Nein. Hey, wieso haben die jetzt schon 6? Betrug. Die kann niemals 6 haben. Wann waren die denn schon? Ja. Mann. Mega unverdient. Der Bosskampf war jetzt unverdient. Das war aber auch unfair. So, welcher Boss entscheidet da Knochen trocken? Den hat man im letzten Part als Oberboss. Und den Münzballon. Ich habe meinen Stuhl wieder weggestellt, weil er ein bisschen blöd ist. Der ist ein Item rein. Hä, wieso bin ich jetzt 4 Zahl? Das kann doch nicht sein. Nee.
Das ist Betrug. Wieso? Wie zum Geier hat der bitte schon 8 Münzen bekommen? Der hat doch weniger als ich gesammelt. Betrug, ey. Nee. Mann, warum würfel ich immer so? Nee, ne? Jetzt kann ich nicht zum Item laden, du Scheißdrecks. Ey, Mann, ich will auch mal einen Partner. Oh, eine 6. Yes. Okay, eine 7. Scheiße. Yes. Die wollte auch nicht zum Boss. Ja, wir haben eh keinen Partner. Deswegen fällt das Duell sowieso aus. Kann ich jetzt bitte zum Knochentrockner gelangen? Ja, es reicht. Alle kommen da drauf. Glaube ich zumindest. Ja, alle sind drauf gekommen. Die ganze Meute steht jetzt vor Knochentrocken. Und hoffentlich gewinnen wir diesen Bossfight, weil dann ist der Partner nämlich ungünstig. Scheiße. Dieser Bosskampf scheint gut zu gelingen. Dieser Bosskampf, den habe ich sowieso nicht verloren. Also auf jeden Fall gewonnen, mit riesig viel Abstand. Ja, die anderen, die sind halt nicht so gut. Und ja, auch. Und das Spawnwäldchen. Es steht die ganze Crew da und hofft, dass irgendjemand sie einlöst. Oh nein, 5. Tschüss. Alter. Ich will den Waluigi bekommen. Jippu. Scheiße, die hat einen 6. Aber die kann sich den Waluigi auch nicht gönnen. Aber die kann es. Ich glaube, ich hole mir dann doch den Waluigi, weil die hat jetzt dann 2 Partner. Ja, brauchst du gar nicht dich freuen. Ich habe nämlich einen Duellballon. Loser. Und dann ist Mario. Mein Freund wird sich als Mario verkleiden. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, ich werde mal wieder das Kuchen schneiden, weil da drin ich gut bin. So. Ihr wisst ja schon, wie es geht. Also ich sag jetzt hier zwischen den Dingern nichts, okay? So sieht's by the way aus. Ich find's aber auch cool, okay? Schneiden. Alle haben es geschafft, außer der grüne Toad. So. Runde 2.
So, also das ist jetzt wieder ein bisschen schwieriger. So, das war, glaube ich, als erstes, vermute ich mal. Jupp. Alle haben es geschafft, außer der grüne Toad und Toadette. Ihr seid beide richtig schlecht im Kuchenschneiden. Aber der Waluigi, der ist richtig gut. Weil ich meine ja, der ist ja auch der Schnorrermeister. Was soll man dagegen sagen? Ich glaube, war das erste. Jo. Jetzt hat's der Waluigi auch mal nicht geschafft. Der war richtig schlecht. Diese Runde. Das heißt, ich hab gewonnen. So, mal wieder den Stift hier einstecken. So, welchen gönne ich mir denn jetzt? Den Waluigi gönnen wir uns. Den ist ja der Schnorrer. Wait. Was macht denn der? Ah, genau dasselbe wie Wario. Das heißt, wenn ich jetzt nach da oben laufe, nach halt. Keine minus 2 Münze! Hast du mich verstanden? Das nervt aber mit der minus 2 Münze, ich sag's euch. Nee, nur so. Bah. Ey, das ist mein Mario. Ey. Baustelle immer früher gesagt, ne? Na, schade. Komm, beeilt euch. Das will Mario zu mir gehören. So, ich komme auf jeden Fall zum Boss. Ja. Bossfight. Ah, nur ich bin drauf gekommen. Ich dachte jetzt, der Dingens würde auch drauf landen, der blaue, aber war Fehlanzeige. Fehlalarm. Looper. So, einer ist schon gespawnt. Zwei. So, und jetzt sind wir aber schon bei 14 Minuten. So, zwei Trommel schnell mache ich noch. So, aber jetzt sind wir schon über 14 Minuten. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und haut rein.